Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Minecraft Challenge. Hallo. Spielen wir zusammen mit Sebastian, Dennis Bram und Jonathan Apelt. Sebastian Lenz, habe ich vergessen. Damit. Und es geht heute, wie ihr schon seht, um den Nether. Wir haben die Aufgabe mal wieder von Garthwar. Sag mal eigentlich Gut oder Garth? Garthwar. Garthwar. Der hat uns die Aufgabe mal wieder gegeben. Vielen Dank. Im Nether etwas zu bewerkstelligen. Deswegen haben wir uns schon mal hier mit einem Bett und einem Nether-Portal vorbereitet. Jo. Sowie einer kompletten Eisrüstung, Diamant-Schwert, Diamant-Spitzhacke, Crafting-Table und 10 Steaks. Und wir werden gleich in den Nether gehen. Und da haben wir folgende Aufgaben. Quarzsäule craften, Gast töten, Pilzlicht erhalten, Enderperle werfen, Karmesintür platzieren, polierten Basalt herstellen, Schreiter sehen, Goldrüstungsteil anziehen, Seelenfeuer sehen und Pigman töten. Da haben wir schon gesagt, das sind die Piglins. So heißt also die normal aussehenden Schweine. Die normalen Typen, das kriegen wir schon hin. Ja. Seelenfeuer, haben wir gesagt, zählen auch blaue Fackeln, weil die sind, glaube ich, aus Seelenfeuer. Und wir verlieren unsere Items nicht, wenn wir sterben. Genau. Auch ganz wichtig. Das war ein cleverer Einfall, den der Jonathan hatte. Ja. Das kann sehr eklig werden. Da haben wir eine halbe Stunde Zeit für. Mal gucken, wer wie viel schafft. Bis gleich. Ist natürlich wie immer erlaubt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Wo sind wir denn? Aha. Das sieht mir doch aus wie... Oh Gott. Ach du Scheiße. Da unten sind schon mal die Schreiter. Guck mal. Das war jetzt nicht so schwierig. Schreiter sehen abgeschlossen. Ach ja, Quarz. Guck mal. Nehmen wir das da direkt mit. Ich bin an einem riesigen Lavasee gespawnt. Halleluja. Okay, wir haben direkt... Oh mein Gott, ich bin da im falschen Modus. Okay. Achso, ist sogar weggemacht worden dadurch. Wow. Okay, damit haben wir ein Pilzlicht erhalten. Nice. Und ich höre hier doch auch schon ein so ein Schweinemensch! Haben wir auch getötet. Zack, da, dann brauchen wir noch so eine geile Tür brauchen wir noch. Crimson Door. Ist das eine Crimson Door? Ja, ne? Das ist eine Crimson Door, was wir machen müssen. Karmesintür. Ich glaube, das ist das. Ja, das müsste jetzt Pilzlicht sein, oder? Shroomlight. So, was ist das? Crimson. Karmesin. Ist das Crimson? Karmesin-Tür. So. Crimson Planks. Crimson Door. Tür steht. So, ich weiß, dass ich irgendwelche Pilze sammeln muss. Und ich muss diese Schreiter sehen. Lol, da! Ha! Lul! Da unten sind die doch, oder? Das sind doch Schreiter. Ja, easy, Snack. Okay, haben wir die schon mal gefunden. Ansonsten ist das hier... Was ist das hier eigentlich? Crimson Stem. Ist das Karmesin? Crimson Planks. Ja, nice. Warte mal. Mach ich doch direkt eine Tür. Geil, eine Crimson Door. Bam. Haben wir gesetzt. Bup. Quarzpiller. Guck mal, zwei abgeschlossen innerhalb der ersten anderthalb Minuten. Dann ist das schon mal sehr erfolgreich. Den bauen wir auch exemplarisch hier hin. So, darüber. Alles klar. Ich kenne den Christian doch, der segelt doch darunter. Ich will gar nicht wissen, wie es Sepp gerade geht. Wenn ich mich da an die Streams erinnere. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber der ist ja öfter mal wo reingefallen. Da ist Lava. Oh Mann, da ist noch was. Ist da oben ein Pilzlicht? Alter, das ist voll hell. Was ist das? Shroomlight. Pilzlicht erhalten. Ja, geil.
Was muss ich denn noch machen? Quarzsäule craften. Oh, hallo! Mögen Sie mich nicht? Okay, der mag mich nicht. Dann habe ich jetzt einen Pikmin getötet, glaube ich. Ich brauche mal hier so ein... Da! Gold! Alter. Da wäre ich gerade fast runtergefallen, ne? Crimson war Karmesin, oder? Ich hoffe einfach. Crimson Door. Achso, die können wir unten platzieren. Hier ist ganz viel Quarz. Nice. Guck mal, sehr gut. Bisschen Erfahrung auch. Ja, nice, nice, nice. So, haben wir. Und dann einfach zwei Quarz Pillar. So, Quarzsäule, craften, haben wir auch. Okay, Ghast. Brauchen wir noch eine Enderperle werfen. Oh, warte mal, die Tür müssen wir platzieren, ne? Okay, haben wir platziert. Nice. Polierten Basalt. Gut, das wird schwierig. Schreiter sehen. Auch schwierig. Da sind Schreiter! Ja, moin! Schwierig! Okay, ein bisschen lucky. Bisschen lucky bin ich. Manchmal. Ach so, warte mal. Was war denn Pilzlicht? War das das da? Nee, ne? Das ist doch Glowstone, oder nicht? Haben wir hier Gold irgendwo? Also da... Warte mal, das ist doch Glowstone. Shroomlight! Nee, alles klappt. Okay. Karmesintür. Oh, haben wir noch nicht platziert. Haben wir. Wo ist der Gas? Man kann den doch abwehren, indem man dagegen gleichzeitig gegenschießt, oder? Was ist der denn? Da! Komm, greif an! Ha! Okay. Ha! Ha! Ja! Mega gut! Okay. Geh mal hier durch. Oh. Da ist direkt unser Quarzzeug. Warte mal. Ich meine, wenn ich ins Wasser falle, in die Lava falle, ist das okay, weil wir haben unser Inventar behalten wir. Das heißt, das ist okay. Huh! Bleib bei mir. Okay. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Oh, was ist das? Ist das Quarz? Quarzpiller. Aber wo ist denn hier mal... Da ist Gold. Wow. Nice. Ah! Geh mal nicht kaputt. Mein liebes Gold. Das ist alles eine unangenehme... Das ist alles unangenehm hier. Oh, eine Festung. Okay, hier brennt es überall. Das ist schon mal nice. Da hinten ist Gold. Da hinten ist Gold. Das ist schon mal gut. Wie kommen wir denn da hinten hin? Da hinten sind ganz viele andere. Da ist blaues Feuer. Da ist blaues Feuer. Da ist blaues Feuer. Yes, sir. Ich kann mal eben gucken, wie es aussieht ohne Shader. Macht mich gerade persönlich ein bisschen fertig. Es wird hässlich sein. Ja, aber man sieht ein bisschen mehr, weil nicht alles so ultra glänzt. So. Oh Gott! Okay, Pickling ist slayed. Alter! Wo kamen die denn jetzt her? Holy shit! Wie so ein Überfallkommando. Die waren doch gerade noch nicht da. Okay, Picklin haben wir gekillt. So. Zwei Blöcke auf Quarze, die auf hoch und dann haben wir eine Quarzsäule. Und die bauen wir hin. Bums. Weiß gar nicht, ob wir die... Ah, ich muss die noch craften. Okay, jetzt habe ich sie aber auch hingesetzt. So. Aber zack, 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 zack. Haben wir auch ein Goldrüstungsteil jetzt angezogen. Bums. Das ist aber nicht das Zeug, was wir brauchen, oder? Das sieht ein bisschen so aus wie das, was wir brauchen.
Doch, das ist das! Oder? Und ich habe Gas gehört. Das ist Basalt! Oh mein Gott. Wir brauchen einen polierten Basalt. Polierten Basalt. Oh mein Gott, bin ich ein Motherfucker-Lacker. Polished Basalt. Nice. So, ich kann mir Schuhe machen. Oh Mann, ey. Okay, Goldteil angezogen. Picklin geslayed. Ey, ich habe halt keine Ahnung, wo ihr Basalt sein soll oder was das ist. Was ist das? Gib mir doch Basalt. Kennt ihr den Schnaps Basaltfeuer? Der habe ich mal getrunken einmal, weil ein Kollege den mitgebracht hat. Der war echt eklig. Nur mal hier, um richtig geiles Trivia zu droppen für euch. Hasst ihr mich? Oh mein Gott, sie hassen mich! Pisst euch! Ich will doch nur Basalt finden. Alter, ich komme ja komplett... es ist alles so hell. So, als wenn ich gerade irgendwie den ganzen Tag wieder am Zocken war. Und ich dann nach draußen gehe. Jetzt kann ich hier mal wenigstens ein bisschen laufen. Seelenfeuer! Nice! Oh mein Gott. Lass mich. Ja, Seelenfeuer. Was ist das? Aua! Also hier sind halt Skelettos, ne? Oh, er hat eine Rüstung. Das ist ja viel besser. Hat er was Goldenes verloren? Yes, er hat eine goldene Hose verloren. Wupp, 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 wupp. Golden Leggings. Nice. Achso, achso. Er hat einen Pfeil verloren. Ja moin, mit einem Pfeil machen wir ihn. Na, wahrscheinlich nicht, aber... So, vielleicht machen wir nochmal... Nein! Oh mein Gott, jetzt habe ich den Pfeil verschossen. Ah, er konnte ihn wieder aufsammeln. Okay, alles cool bei euch. Okay, okay, cool. Ihr seid auch cool. Ich mag euch alle. Ich mag euch alle. Aber wo ist jetzt dieser scheiß Gast denn, der hier oben rumgeflogen ist? Komm mal her, Gast, die Gast. Ich dachte gerade, das wäre Christian oder so. Du willst mich jetzt aber nicht schlagen, oder? Wo ist jetzt der Kackgast hin? Mmh, das will ich ja halb gerne. Kannst du mal einen Abgang machen? Ich muss hier hoch. What? Und wo? Oh Gott. Ein Gast! Der auch noch sehr tief liegt. Nein! Und bleib hier. Komm runter da! Ich fürchte, das wird nichts. Wir müssen in die Höhle rein. Oh Gott, hier stehe ich ganz schlecht. Der wird immer von mir wegfliegen. Oh, warte mal. Schieß mal auf mich. Scheiße. Ey, ich will mal testen. Ich will mal testen, ob der, wenn der den Typen hier trifft. Okay, der gerät einfach nur in Panik. Manno, wofür hast du eine Armbrust? Also, die könnte ich versuchen, die abzunehmen, aber ich hatte gehofft, der schießt dann auf den Gast. Dude, ich brauche deine Armbrust. Du warst sowieso schon am Brennen, also. Gib mal her, das Teil. Hoffentlich lässt er die fallen. Selbstverständlich nicht. So, 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 so. Schuhe sind angezogen. Kann ich wieder ausziehen. Da! Das sind Schreiter. Zwei Stück, drei Stück. Nice, noch mehr Pfeile haben wir noch. Wir haben noch einen besseren Bogen. Nice, wir haben drei Pfeile.
Ich habe ihn auch gerade gehört. Da ist er. Als ob jetzt da hinten bleibt. Komm her. Ja, komm her. Hab ich... Den noch nicht geone-shottet, oder? Wo ist der hin? Der jetzt mit einem Schuss verreckt ist. Okay, das muss ich noch mal nach. Also da versuche ich noch den anderen zu machen. Hä, hey, das wäre doch total dumm, wenn der jetzt schon tot wäre. Mit einem Schuss. Also wäre cool, aber irgendwie glaube ich das nicht. Ich will jetzt hier auch nicht Chidorino unterwegs sein. Das kann man dann ja nachher vielleicht in der Post rausfinden. Das sieht nicht so granitig aus. Ist das Granit? Das ist Granit. Ja, Basalt! Polierter Basalt! Herstellen. Nice. So, den Feuer. Okay, ich brauche nur noch einen Enderman. Okay, wie finde ich einen Enderman zur Hölle? 15 Minuten noch. Was ist das denn? Okay, das will ich sehen, was das ist. Kann ich das ausmachen? Da ist ein Enderman. Oh Gott, ich muss mich das verbauen. Ja, komm her. Da ist wirklich ein Enderman, wenn du jetzt noch eine Perle verlierst, ey. Ich raste aus. Ja, komm her! Sonst schieße ich die mit dem Bogen an. Wo ist denn jetzt hin? Wieso verschwinden hier immer alle? Egal. Ich muss diesen den anderen Ghast finden. Und zumindest auf den auch einmal mit einem Pfeil schießen. Damit ich weiß, ob die wirklich halt verschwinden mit einem Schuss. Wo bist denn du? Ghasti, ich hör dich doch. 14 Minuten noch, aber das ist ja... Also, wir haben ja alle Zeit der Welt gerade. Also, Enderman ist direkt verschwunden. Hier verschwindet irgendwie alles. Skelette sind hier wie Sand am Meer. Wo ist das, eine Burg? Jo, das ist eine Burg! Das ist doch hier so ein. Da kriegst du auch geil Loot von den Dudes. Das ist keine Festung, sondern so eine Burg. Ich glaube, das ist so eine Pikmin-Festung, kann das sein? Haha! Attacke! Those were the days. Okay, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich auch hier eine Enderperle. In den Festungen. Vielleicht haben die ja so eine Truhe. Alter, ist ihr verrückt? Hä? Von wo? Was? Hä? Was zur Hölle hat mich denn jetzt gekillt? Ich habe gar nichts gesehen. Da will ich nochmal hin. Ah. Hast du eine Armbrust? Nein. Du hast eine Armbrust. Magst du mir die fallen lassen? Kannst du die nicht fallen lassen? Oh, weiter. Hallo, Schwein. Da hinten ändert sich was. Da will ich hin. So, und dann bist du doch jetzt mein Opfer. Macht doch Sinn, oder? Ein Pikmin töten. Steht nicht wie. Steht nur, ich muss den töten. So, damit er mich nicht hasst. So. Okay, lieber Pikmin. Wenn du... Jawohl. Der ist tot. Das zählt, oder?
Rossmatt gemacht. Komm, Schweinemenschen, ich habe euch eine Mauer, eine Mauer gebaut. Ah! Habe euch die Treppe gebracht. Da ist der Gas. In your face! Oh, was? Daneben! Yes! Aua, er hat mich aber auch voll getroffen. Okay, der erste, den wir getroffen haben, der zählte nicht, weil ich da kein Achievement für gekriegt habe und jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Enderman. Kriegen wir denn jetzt einen Enderman? Wieso ist denn jetzt eigentlich kein Schweinetyp mehr hier? Oh, jetzt kann ich mal gucken, was das ist. Weiß ich nicht mehr so genau. Oh, ja, das ist Gravel. Das ist voll die Falle! It's a trap. Ja, hier könnte man, Feuer drauf machen. War das nicht, wenn Lava da drauf trifft oder so? Kann man noch probieren, oder? Ich weiß nicht, ob das legit ist, aber... Probieren geht über studieren. Oh, Lava-Spiele, die kann ich ja am besten. So, hopp. Tiefer. Leicht. Irgendwie nicht. Lava scheint nicht so brennbar zu sein wie ein Feuerzeug. Er fällt einfach runter, ne? Er fällt nicht runter. Fängt aber auch nicht an zu brennen. Was ist das für ein Feuer? So, meine Freunde, ich bin back in business. Erste Attacke war wohl nicht so der gerade der Burner von mir. Das ist ein Enderman. Okay. Kurz noch andere Sachen machen. Ist mir egal, ihr könnt beide kommen. Weil beide fertig. Gib mir eine Innerperle. Der droppt schon mal keine. Stay in! Dropp ne Perle! Dropp mir eine Perle! Ja! Und geworfen. Stopp, 9:39. Ja gut, jetzt haben wir ja immerhin noch 10 Minuten Zeit für so einen Blödian. Aber... Dass mal die Enderman ein Problem werden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass... also übelst lucky hier auch. Muss ich auch mal sagen. Bitte lass dir doch einfach nochmal einen spawnen. Und wo ist der eine eigentlich hin, gegen den wir gekämpft haben? Das ist doch scheiße. Habt ihr so einen großen, langen gesehen? Der hat so lila Augen. Ist so richtig groß. Der sieht auch anders aus wie ihr. Also den würdet ihr erkennen. Scheiße, so scheiß Schweine. In das Biom will ich halt nicht gehen, weil das Biom suckt halt, weil da diese komischen Schweine rumrennen. Wahrscheinlich ist da aber auch genau das, was wir brauchen. Als ob ich das Schwein nicht jetzt getriggert habe. Und jetzt gehen wir... Nochmal hier, 9:39 Zeit Rest. Lass ich die Zeit wieder laufen, damit ich weiß, wann ich mich abmuten kann. Aber ich will jetzt hier wissen, was hier ist. Hä? Was ist das? Von wo? Was ist die Piglin Brood? I don't get it. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Die sind unsichtbar, weil mir werden die nicht angezeigt. Ich habe Angst. Ich gehe dann jetzt nicht nochmal hin. Erschaffe er mir Durchlass. Ha! Easy. Upp. So, davon hätte ich gern ein Stück. Schubst mich nicht in die Lava. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Du siehst mich nicht. Eine Eisenrüstung hält doch mehr aus, als ich da irgendwie... Was? Wie will? Selber will.
Mein Plan, der hoffentlich funktioniert, sind Stöckchen. Sand. Stöckchen. Yes! Seelenfeuer. Ich habe Feuer gemacht. Fahren wir mal den Rest nachher, ob das so okay ist. Weil theoretisch haben wir gesagt, zählen ja auch Fackeln. Also warum nicht auch ein ganzes Lagerfeuer? Ja, das ist jetzt belastend, weil die restlichen Sachen, die noch fehlen, da brauche ich andere Biome für. Ich muss darüber. Muss an irgendeiner Stelle, wo ich nicht so tief falle. Oh Gott. Autsch. Oh Gott. Okay, wir müssen näher ran an den Gast. Boah, das war richtig knapp. Komm schon. Alter. Mal einen Ticken runterkommen. Oh Gott. Wie lange brennt man eigentlich im Nether? Ich sehe Seelenfeuer! Also, Rally in Soul Sand Valleys, da bin ich gerade. Da haben wir einen gesehen. Uncommon in Nether, Wastes and mostly commonly in Warped Forests. Okay, das ist wahrscheinlich der andere Forest mit den blauen Bäumen. Yo, das ist der mit den blauen Bäumen. Scheiße. Den brauchte ich für meinen Tempel. Und der war damals schon fies zu finden. Ich muss mal eben euer Haus ein bisschen kleiner machen. Habt ihr hoffentlich nichts gegen. Lol, guck mal, die haben hier so eine Schmelze und sowas. Voll cool. Sind die eigentlich meine Freunde? Fände ich nice. Okay, hier können wir uns zumindest vernünftig bewegen. So, wir brauchen jetzt einen blauen Wald. Da sollen die Endermen spawnen. Boah, ich habe noch keinen Endertypen gesehen. Was willst du denn? Willst du weg? Oh, warte hier! Zeig mir deine Ware! Zeig mir mehr deine Ware. Oder waren das Blöcke, die wir brauchen? Brauchst du Blöcke? Hallo! Ich weiß noch, dass wir denen irgendwelche Sachen hingeschmissen haben und dann haben die einem irgend so einen Quatsch gegeben, aber vielleicht können wir den Quatsch jetzt brauchen. Ja. Zeig mir deine Ware. Hallo! Wie einfach Ei gesagt. Hallo. Da. Boah, der hat mir Blackstone geschenkt. Das ist ja der Shit. Wenn du da jetzt noch Basalt hast, ey, dann sind wir beste Freunde, Alter. Okay, das könnte sein. Komm, Baby. Ja. Okay, ein Gas getötet haben wir auch. Mir fehlt noch ein Enderperle und polierter Basalt. Irgendwas hiervon könnte Basalt sein. Ja, zum Beispiel das da. Das ist Basalt. Und du bist? Auch Basalt. Polished Basalt. Sehr gut. Ja. Basalt, Basalt, Basalt. Gib mir Basalt. Gib mir Basalt. Verwandert. Hat er mir jetzt auf ein Netherrack hingeschmissen? Wow. Vielleicht haben die auch gar kein Basalt, aber das. Kann ja sein. Aber woanders für brauche ich halt meine Goldblöcke nicht mehr. So, Boys, wir spielen jetzt ein Spiel. Pass auf. Kloppt euch. Ah, der war schneller. Was war das denn? Wow, Leder. Geil. Dankeschön. Ja, einfach mal alles mit. Auch wenn man
wir das gerade alles nicht brauchen. Was ist das eigentlich? Bone Block. Natürlich. Komm, dann einfach mal hier durch und gucken in einer Minute. Vielleicht haben wir Glück, da kommt sofort ein Enderman raus. 16 Sekunden. Bin ich nicht mehr. Das war's. Ich meine, bevor die Zeit abläuft, könnte ich den Leap of Faith machen, auf das Vieh zuspringen, hoffen, dass er mit einem Schlag stirbt. Und wenn ich dann in Lavalamp lande, habe ich trotzdem den Gast gekillt. Das wäre ziemlich episch. Aber dafür müssen wir den erstmal da wegkriegen. Komm runter. Komm runter. Komm runter! Nein, nicht wegfliegen! Okay, er wäre nicht mit einem Schlag gestorben. Doch, hat er mir einfach ins Gesicht geschossen, als ich geschlagen habe. Easy. Aber ich fürchte, das war's. Sind noch 4 Sekunden. Bin auch schon ganz heiß. Ende. Unerfolgreich war es aber nicht, muss ich sagen. Bin ganz zufrieden. Mal gucken, was der Rest hat. Da ist schon wieder so ein Gast. Da, blaue Bäume! Nein! Noch 26 Sekunden! Wir haben kein Fleisch mehr. Ach, come on! Jetzt sind wir in dem Biom, wo die Ficknudeln spawnen. Ach, 2 Minuten länger, ey. Das hätte... Da ist er. Nein! Mein Timer ist abgelaufen. Boah, ich habe hardcore gesplattert. Ach, komm, ey. Okay. Halbe Stunde ist rum. Der Enderman, der will aber auch nicht getriggert werden, wenn ich ihn angucke. Also irgendwie ist es buggy. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie sind die Endermans buggy. Gut, gucken wir mal, was die anderen so geschafft haben. Da waren, ich muss sagen, ich habe mich einmal so erschrocken, wie ich mich in Resident Evil erschrocken habe. Echt? Warum? Ja, ich habe Gold, also ich bin rumgelaufen. Ach so. Und habe halt auch einen Platz gehabt, also keine Bäume oder Wald oder so. Und habe Gold abgebaut und plötzlich stehen 3 Picklins hinter mir. Ui. Als wären die hinter mir gespawnt. Ich habe mich so unfassbar erschrocken. Aber die hast du dann gemacht. Eine Sache, ja, die habe ich dann gemacht. Okay. Eine Sache müssten wir mal, habe ich gesagt, müsste ich mit euch eruieren. Und zwar das Seelenfeuer. Ja. Das Seelenfeuer habe ich gebaut. Dann ist doch okay, oder? Ja, okay. Ging das? Das wusste ich nicht. Ging das? Du nur welches Seelen. Ich weiß nicht. Du kannst, ich hab keine Ahnung. Du kannst ein Seelenfeuer, das habe ich dann beim Wiki gesehen, weißt du, wie so ein Lagerfeuer bauen. Ah. Das ist doch ein blaues Lagerfeuer. Das ist doch okay, würde ich sagen. Ja, okay, dann ist das legit. Wusstet ihr, dass wenn ein Gast auf den Boden schießt, genau, dann ist diese Kombination richtig ist, dann ist er auch Seelenfeuer? Ja, bei mir, ich habe so viel Seelenfeuer gesehen, also. Ja, ich auch, sehr viel. Okay, ich habe keins gesehen. Na gut, sollen wir mal durchgehen? Ja. Quarzsäule craften. Ja, easy game. Hab ich. Gast töten. Ja, One-Shot mit dem Bogen, easy. Oh, krass, ich hab den Nahkampf. Hast du den Bogen, ja. Oh, ich habe ein paar Skelette getötet und die haben mir einen Bogen und Pfeile gegeben. Leute, hast du Festung gefunden? Nee. Ja, aber ich habe irgendwann einfach direkt, es war super früh einer da und dann habe ich ihm einfach den Rebound in die Fresse gehauen. Oh, das ist auch smart, stimmt, das geht ja auch. Ja, das wusste ich nicht, das hat sich so ergeben, als ich zugeschlagen habe, hat er das Ding da in die Fresse gekriegt. Aber der war direkt vor mir. Ah, lol, okay. Gemacht, ja. Also, das dann haben alle. Pilzlicht. Ja, habe ich. Habe ich auch. Enderperle werfen. Nee. Habe ich nicht. Habe ich leider auch nicht. Bei mir haben sich die Endermen immer, also sie waren immer weg. Also ich habe diesen Trick gemacht, ne, hochbauen und dann draufklüppeln. Erst kamen die nicht wirklich und als sie dann da waren und du die einmal geschlagen hast, waren die einfach weg. Und waren dann weg. So, ich habe tatsächlich nicht mal einen gesehen. Ne, ich habe auch keinen gesehen. Aber richtig. Wenn du eine Festung gefunden hast, kann natürlich gut sein. Da waren öfter mal welche. Ja. Okay, ja, okay. Dann Karmesin-Tür platzieren. Ja. Habe ich. Ja. Das ist Crimson, oder? Ja. Das ist genau, was vom Pilzlicht ist. Polierter Basalt herstellen. Habe ich. Ja. Habe ich auch.
Als wenn ihr alles habt. Ich habe das Biom gefunden. Weißt du, Christian, wir haben in der Season so viel gespielt, nie dieses Biom gefunden oder gesehen. Ich war nur im Crimson-Biom. Ich war nur in diesem Basalt-Biom. Ich habe so eine Basaltfestung gefunden. Da waren dann irgendwelche unsichtbaren Piglin-Brutes, die mich immer getötet haben. Das war sehr verwunderlich. Okay, krass. Habe ich noch nie gesehen. Dann Schreiter gesehen? Ja. 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 Klar. Du musst da einmal beim Spawn und direkt gucken, Lava fällig, ja. Ein Goldrüstungsteil anziehen. Ja. Ja. Ja, habe ich auch. Seelenfeuer sehen. Was bringt mir das überhaupt? Haben die dann irgendwie. Greifen mich dann nicht an? Die haben mich trotzdem immer angegriffen. Hast du denn Gold abgebaut und die haben das gesehen? Nee, dann nicht mehr, weil ich ja schon längst meine Goldschuhe anhatte. Achso. Die greift dich eigentlich nicht an, wenn du Gold die in der Festung greifen dich auch so an, meine ich. Ja gut, ich hab denen auch immer einfach auf die Fresse gegeben, wenn ich konnte. Also die ja, in der Festung verstehe ich nicht, warum die dich angreifen. Okay, Seelenfeuer? Ja, ganz viel. Okay, und ein Pikmin. Genau, da hab ich eine Frage. Warum? Ja. Pass auf, ich hab einen Pikmin auf so eine Rampe gelockt über Lava und hab dann die Lava unter dem weggebaut und ist der in die Lava gefallen. Damit hab ich den getötet, oder? Du kannst ihn auch schlagen. Die Lava hat ihn getötet. Oh. Aber ich bin so streng genommen gesehen, gewesen, hätte oder? Die Lava ihn getötet. Ja, aber er hat den Boden ja weggebaut, also ist er dadurch ja gestorben. Ich hab auch die Rampe gebaut dahin. Cleverness wird ja belohnt. Aber wieso hast du ihn nicht einfach erschlagen? Weil ich keinen Bock hatte, alle Pikmin auf mich draufgehen. Ah, okay. Und ich dachte, das ist vielleicht ein 200 IQ-Move, Alter. Wenn die das nicht sehen, dann sind die auch nicht alle böse auf dich. Nee, das genau. Okay. Die sterben in Lava nicht, habe ich gerade gelesen. What? Echt nicht? Oh, das ist aber doof. Oh, das weiß ich. Ja, dann hast du nicht gesehen, dass er gestorben ist. Dann würde ich sagen, ich habe mal gesehen, dass er da reingefallen ist. Dann würde ich sagen, hast du nicht. Wenn die da nicht sterben, dann schwimmt er bis heute noch. Ich weiß halt nicht, ob die sterben oder nicht. Dafür käme ich auch zu wenig in Minecraft aus. Aber normalerweise sind ja halt immer die Kills. Ne, es war ja auch immer so, als wir sterben mussten, dass dann halt auch unten links stehen müsste. Died durch Lava oder sowas. Und oder durch Ertrinken oder sowas. Deswegen. Piglins sind nicht wie andere Nether-Kreaturen immun gegen Schaden durch Feuer oder Lava. Also nicht immun. Okay. Dann sterben sie doch. Dann hätte er davon sterben müssen, jo. Dann steht zumindest der im Wiki. Sein. Also der Eintrag ist, Piglins sind nicht wie andere Nether-Kreaturen immun gegen Schaden durch Feuer oder Lava. Ja, stimmt, in der Statistik müsste ja dann der Kill sein. Ja, bist du sicher? Wenn du den nicht selber killst? Geht ja um die Statistik. In der Statistik müsste ja Piglins stehen. Ich glaube aber, das ist relativ unrelevant, weil Jonathan ist einfach ein krasser Splasher und hat alle Aufgaben gelöst. 10, ja. Oder? Ja. What the fuck? Okay, nice. 9 Minuten 39 Restzeit. Oh Mann, ich hab nur diese blöde Enderperle, weil die sich immer wegteleportiert haben. So. Ja, krass. Wie sie den Basalt gesehen hat, ich hab ein ganzes Scheiße, ist der Nether bitte. Alles da war voll. Überall. Ja. War erstmal 10 Kilometer Höhe gespawnt. Das war krass, da runterzukommen, wa? Ja, aber immer. Also dann bist du weitergelaufen und geh weiter runter. Also, ja, heftig. Also GZ. Ja, nice, Jay. Ja. Dann gewinnt Jay die folgende Minecraft-Challenge. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.